Beim Südkurier-Gespräch mit dem Nico Meyer haben wir es von der Fahrersicherheit. Nico, es sind draußen jetzt zurzeit immer wieder so um die 30 Grad. Motorradfahrer sind unterwegs mit T-Shirt, kurze Hose, Badeschlappe. Was denkt man sich da als Rennfahrer, wenn man die sieht, wenn man denen begegnet? Ja, da kann man nur hoffen, dass man nicht hinfällt dabei. Ja, ich denke, da braucht es auch gar keine große Geschwindigkeit, um entsprechende Bretscher mitzunehmen, oder? Nee, da hat man schnell mal ein paar Schürfhunde hinter sich. Genau. Mit Schürfhunde kennst du dich auch aus und hast aber die entsprechende Maßnahme. Helm ist klar. Ja. Ist das ein spezieller Helm für Rennfahrer, oder? Ein Rennhelm, wegen die bessere Variante. Mhm. Schreu, der hat das Visierring weiter unten. Okay. Da man halt sehr oft aus den Kurven oben rausschauen muss. Aha. Sehr breites Visier. Aber auch nicht klimatisiert, da ist genauso heiß drunter wie. Nicht lüftet, aber. Ja. Genau, dann Handschuhe natürlich, Handschuhe logisch. Haben wir ja auch bei Lederhandschuhe von Held. Mhm. Und dann die Jacke oder der Kombi, den du anhast, das ist jetzt nicht gerade so ein Allerweltsstraße-Kombi, sondern. Das ist von Schwabenleder, der wurde maßgeschneidert. Okay. Und da ist halt auch überall mit Protektoren versehen, hier auf der Seite. Der Rückgeschütz haben wir komplett drin. Aha. Und für die Aerodynamik noch im Genick dieser Höcker. Aha, gut. Also alles schon eingebaut. Das heißt, das Anziehen vorm Rennen ist jetzt nicht so sehr aufwendig. Das sind hier für die Knieschleifer, die Pads, dass wir die haben. Aha. Das heißt, du hast auch immer wieder mal Straßenkontakt während dem Rennen, ohne dass was passiert. Genau. Gell? Ja. Das heißt, man kann sich da, und wenn man wirklich mal absteigt, was passiert dann? Ja, wenn man Glück hat, dann sind es nur so Schürfwunden, wie man zum Beispiel hier sehen kann. Mhm. Wenn man Pech hat, geht es halt auch innere Verletzungen, okay. Das ist halt nicht will, da schützt halt auch leider kein Kombi. Aber du bist bis jetzt verschont worden, oder? Bis jetzt so gut wie. Ja. Gut, dann wünschen wir dir bei deinen Rennen, aber auch auf der Straße und auch allen anderen Motorradfahrern, dass es immer gut abgeht, gell? Dankeschön.